creatures. It makes me feel like some Chaldean god. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear and I was free. And now with this Bigfoot and giraffe neck freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! That's why he's after me here in my corner, just to be the star of the song. None of us can be what we are worth. Oh, it's tough to be a country western star. Danke, danke. Hier gehört, Conroy Bumpus hat das Gebäude verlassen. Uh-oh. Was im Namen von Jethro Clampett geht hier vor? Oh, das Kitzel! Du sollst mich loslassen, Hilfe! Und bleib draußen. Ich wirke nicht gelangweilt. Ich fand nur dieses Lied fand ich jetzt so. Das hat so viel Zeit beansprucht einfach. Wir haben doch keine Zeit. Zeit ist kostbar heutzutage. Zeit ist Geld. Kapitalistenschwein. So, wir brauchen jetzt. Müssen jetzt erstmal hier rein. Geh da rein. Wow, es ist das Monster-Truck-Wochenende. Wie immer sonntags. Sonntags! Sonntags. Okay, ich habe mich jetzt von dem Schock erholt. Ich nicht, aber ich bin sicher, dass meine kindliche Naivität das überstehen wird. Ich überlege gerade halt immer, wo dieses Sonntags herkommt. Das finde ich auch immer so lustig. Sonntags! So. So, wir brauchen das jetzt hier. Und dann müssen wir dieses Buch uns da rausholen. Was machst du da? Lehn dich zurück und lass dich faszinieren. Wie genüsslich er mit der Rolltreppe runterfährt. Ups. Klingt so ein bisschen wie Jeopardy. Alles gefunden, was du wissen wolltest? Ich hoffe. Ich habe mich in dem Kapitel Fehlerbeseitigungen nicht mehr konzentrieren können. So. Ich kann nichts machen, solange er sich bewegt. Jetzt, wo ich den dicken Wälzer Hintus habe, kann ich mit dem Roboter machen, was ich will. Das kommt auf Star Wars. Ich bin beeindruckt. Das war noch gar nichts. Schau dir das an. Helft mir, Sam und Max. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Dass du immer nur Flausen im Kopf hast. Entschuldigung. Das hier könnte nützlicher sein. So, wir wissen jetzt, wir sind hier oben in dem Raum. Da soll der aber auch nicht rein. Der soll eigentlich nur in diesen Raum rein. Weil wir haben ja gesehen, da war die Alarmschranke. Und immer wenn der Alarm losgeht, rennt der Türsteher los. Und um den Türsteher jetzt von etwas abzulenken in den Raum, in den wir rein müssen, nämlich in diesen Raum hier, müssen wir den jetzt quasi dahin locken. Und deshalb muss der Haushaltsroboter in diesen Raum rein, damit er den Alarm auslöst. Es sieht nicht so aus, als ob der süße kleine Roboter seinen neuen Anweisungen folgen möchte, Sam. Ich werde ihm eine süße kleine Chance geben. Da geht er hin. Ich platze fast vor Neugier. Ich wusste doch, dass ich etwas gerochen habe. So. Was zum... Wie pavlovianisch. Das musst du gerade sagen.
So, und wir gehen jetzt da hinten rein. Und müssen die Virtual Reality benutzen. Zwerg leer, ja. Boah, wie funktioniert das? Ich vertue mich immer wieder diesen Dino. Das ist Virtual Reality? Diesen Drachen zu besiegen. Ich glaube, mir wird schlecht. So, war das jetzt, ich glaube, auf den Körper zielen. Ja. Ach, Max ist das gewohnt. Brauchst du keine Sorgen machen. Und? Ich bin jetzt der Schlüsselmeister. Hast du zufällig auch einen Zahn gefunden? Ich weiß zwar nicht, was ihr Wichte vorhabt, aber ich will, dass ihr verschwindet. Sofort! Das Lustige ist, wenn wir da jetzt wieder reingehen, ist er ja ganz gechillt mit uns. Kenne ich dich nicht? Keine Ahnung. Warst du mal im Pensacola-Zeltlager für schwer erziehbare Kinder? Nein. Nun, dort habe ich fast die ganzen letzten 10 Jahre verbracht. Also wüsste ich nicht, woher wir uns kennen sollten. Du bist wirklich der geborene Angestellte. Jo, das bin ich. Gegoren. Gegoren. Wir schauen uns selber mal so ein bisschen um. Brauchst nicht aufzustehen. Fein. Wie ist dieser Conroy Bumpus wirklich? Hat er irgendwelche unergründete finstere Geheimnisse, die wir für viel Geld veräußern könnten? Hey, erweist Mr. Bumpus mal ein bisschen mehr Respekt. Er hat mich aus dem Jugendlager geholt, bezahlt mich äußerst großzügig mit $4,75 pro Stunde, brachte mir bei, Swahili zu sprechen, spendete ein Gorillaherz für die Operation meiner Schwester und außerdem singt er ganz passabel. Wie kann man nur so standhaft bleiben und für jemanden arbeiten, der so harmlose Bestien wie Bruno den Yeti drangsaliert? Ich glaube, das liegt an meinen schweren Stiefeln. Er hat dich eiskalt erwischt, Sam. Was? Hast du keine Zweifel an deiner Aufgabe, wenn du so harmlose Missgeburten wie Trixie jagst? Ich hatte, aber dann schluckte ich ein paar Aspirin. Wofür ist diese Virtual Reality Anlage gut? Es war der Kern von Mr. Bumpus Sicherheitssystem. Jetzt ist es Schrott. Bleib sauber, Junge. Gut, jetzt haben wir den Schlüssel für die Alarmanlage und können jetzt gleich die Laserschranke deaktivieren. So, Schlüssel haben wir da. Hey, danke! Nun zurück zur Kirmes mit euch. Ich habe moralische Bedenken, Bruno zurückzubringen. Ich nicht. Lass uns gehen, du riesiger Fellhaufen. Bleib von ihm fern, du Untier! Ich bin kein Untier. Ich bin zwar ein blutrünstiges, aber liebenswertes Häschen. Also, ich werde nicht zur Kirmes zurückgehen und ich komme schon zu spät zu einer Party. Ach ja, die Yeti-Party. Wo findet sie denn statt? Bei Evelyn Morrisons Savage Jungle Inn im malerischen Half-Life, Nevada. Nur für Yetis. Und ihre Begleitungen? Ohne Ausnahme. Den Zug bei mir. Lass uns gehen. So, hier sind wir jetzt fast fertig. Also so viel kommt da jetzt nicht mehr. Ich denke vielleicht 20 Minuten, dass wir 2 Stunden voll haben vielleicht.
dieser Ort ist Hawaii-idyllisch. Hawaii-idyllisch? Ja, hier fühle ich mich so richtig eingeboren. Ich hoffe nur, dass man hier authentische wilde Tiki-Cocktails mit dem authentischen wilden Tiki-Firlefanz bekommt. So, die Pfeile, die wir ganz, ganz am Anfang genommen haben, die brauchen wir nämlich jetzt hier. Die geben wir jetzt ihmchen hier. Hier, bitte. Oh. Ja, das ist fantastisch, wirklich großartig. Ich stehe in eurer Schuld, Mädels. Könnt ihr noch reden? Was ist dort drin los? Riesige Yeti-Party. Hört sich an wie eine Party. Es ist das Ereignis des Jahrhunderts. Wie ist die Band? Recht passabel, soweit ich das beurteilen kann. Hey, sind Sie nicht Evelyn Morrison, die berühmte B-Movie-Aktrice? Ja, ich bin sie. Ich habe alle Ihre Filme gesehen. Mein Lieblingsfilm ist Roboter-Terror in der hintersten Galaxis. Ist das der, wo der Außerirdische sagt, Klamm du Beretta nimm do? Nein, das war ein Vampire in Gefangenschaft. Oh, richtig. Möchten Sie ein Autogramm von Evelyn Morrison? Eigentlich wollten wir nur ein paar Fragen stellen. Evelyn Morrison ist jederzeit für Interviews verfügbar. Action. Ich bin fertig für meine Nahaufnahme, Mr. Corman. What? Ich habe dieses unwiderstehliche Verlangen nach einem Cocktail mit Schirmchen. Evelyn Morrison's Jungle Inn hat die weltbesten Cocktails mit Schirmchen aus 237 verschiedenen Sorten rum. Alter. Alle in nur einem Cocktail? Wo geht es zur Bar? Mal ganz klingt locker, wie Zombie. Max. Du trinkst doch überhaupt nicht. Oh, richtig. Der Tukan muss mir Worte in den Mund gelegt haben. Haben Sie irgendwelche Probleme mit den Yetis? Evelyn Morrison kam schon immer gut mit den grotesken Kreaturen der Nacht aus. Ich fasse das mal als Nein auf. Sie haben nicht zufällig so einen kurzen, selbstverliebten, am Rande des Abgrunds stehenden Country-Western-Lieder singenden Star gesichtet? Den hat Evelyn Morrison schon vor Stunden des Geländes verwiesen. Warum? Er hat Evelyn Morrisons Gäste belästigt. Ich komme später nochmal wieder. Evelyn Morrison wird hier sein. Warum nehmen Sie nicht zwischenzeitlich ein paar dieser Broschüren mit? Es sind Autogramme von Evelyn Morrison auf ihnen. Das macht sie zu begehrten Sammelobjekten. Danke. So, die müssen wir uns jetzt mal anschauen. Wollen wir das hier? Ich hasse es, wenn du summst, Sam. Das hört sich wie Hochspannungsmasten an. Diese Prospekte sind vom Mount Rushmore, Dinosaurier-Tiergruben und Bungee-Nationalpark in North Dakota und zu einem Platz, der sich berühmtes Gemüsemuseum nennt in Gold River, Texas. Ich glaube, mir gefiel das Summen besser. Tatsächlich ist ja in Mount Rushmore, ich glaube, in Abraham Lincolns Kopf ist ein Geheimraum, glaube ich, drin. Das ist eine Truhe und da sind so Bronzetafeln, glaube ich, drin war das. Und da ist so die Geschichte, warum man die Steine, warum man diese Felsen gemacht hat und wer sie gemacht hat und ein kurzer Abriss der Geschichte der USA bis zu diesem Zeitpunkt. Und wo habe ich das her? Aus dem Fernsehen. Denn ich habe, als ich mal bei meinen Eltern unten war, die Quizshow, wer soll denn so, wer weiß denn sowas? Gesehen mit Kai Pflaume. So, wir brauchen mal den da. Bei der heiligen Mutter des Kürbis, was ist das? Oder war das hier oben mit Chandler, als ich das gesehen habe? Ich ziehe Gemüse in Form von berühmten Persönlichkeiten auf. Für eine kleine Gebühr forme ich Gemüse nach einem Foto. Oh, das wäre mein zweiter Gedanke gewesen.